Hallo Cascada, erstmal du bist bildhübsch, machst noch relativ gute Musik noch und ja, kommen wir zur ersten Frage. Die wäre? Also die erste Frage wäre, anscheinend ist ja der Mann nicht gut darauf zu sprechen, dass du dich für einen Playboy ausgezogen hast. Und warum machst du das dann, wenn er überhaupt nicht begeistert davon ist? Genau, und Was hat dich dazu überredet? ja, und Zweite Frage. die zweite Frage wäre, ob wir dich mal anrufen können, also ob wir deine Nummer bekommen. Also, das war jetzt ein bisschen ernst gemeint. Ja, Bis dann. okay. Klickzoom, wir würden uns freuen, wenn du unsere Frage durchstellst und Jo. Dankeschön. Ey, ihr seid beide Hammer. Ja, ciao. Ja, Kinder. Ich kann nur eines sagen zu sowas wie Playboy und die Reaktion meines Mannes etc. Man muss im Leben schon das machen, was man selber möchte. Das Leben ist voller Kompromisse. In einer Beziehung, in einer Ehe muss man natürlich schon diese Kompromisse auch schließen. Aber das war einfach etwas, was ich machen wollte. Dementsprechend habe ich einfach gesagt, Schatz, tut mir leid, es ist etwas, was ich machen möchte. Und dann habe ich es durchgezogen. Und im Endeffekt hat er es dann auch akzeptiert und respektiert. Und jetzt findet er die Bilder sogar ganz schön. Also, das von eurer Cascada mit der relativ guten Musik. Du musst dir noch die Nummer geben. Meine Handynummer, natürlich. Moment. 0049. Pieps. Sorry.